Servus und schön, dass ihr bei uns in Einring vorbeischaut bei der Firma Südmetall. Mein Name ist Claudia Tietze und ich bin die Vertriebsassistentin im Bereich Schließsysteme. Auf euren Wunsch haben wir eine Montage- und Einrichtungshilfe erstellt. Lasst uns den Utopic Smart Lock gemeinsam Schritt für Schritt einrichten. Zuerst die Vorbereitung. Bitte sorgen Sie dafür, dass der Schließzylinder auf der Innenseite der Türe 2 bis 4 mm übersteht. Einer der Schlüssel wird so abgeschnitten, dass er noch 4 bis 5 mm aus dem Zylinder rausschaut. Anschließend bitte die schärferen Kanten einfach glatt feilen. Der Fachmann kann den Zylinder aber auch fertig zugeschnitten bei Südmetall bestellen. Wir empfehlen einen Zylinder mit doppelseitiger Sperrung. Stellen Sie sicher, dass Ihre Türe leichtgängig eingestellt ist und die Mechanik vom Schloss einwandfrei läuft. Falls Sie die Türe beim Aufsperren ranziehen oder drücken müssen, dann stößt der Motor auf eine Blockade. Lassen Sie sich in so einem Fall bitte vom Fachmann die Türbänder einstellen. So, die Vorbereitungen sind abgeschlossen und wir können mit der Montage loslegen. Wenn wir die Unterseite vom Motor betrachten, dann sehen wir zwei Pfeile. Diese werden mit dem Steg manuell nach oben ausgerichtet. Beide Pfeile zeigen nach oben. Stellen Sie den Schlüssel in die Ausgangsposition oder auch Nullstellung. Dabei ist der Riegel nicht ausgefahren, die Falle steht raus und der Schlüssel würde sich abziehen lassen. Dann setzen wir den Motor auf den Zylinder, dabei verschwindet dann der abgeschnittene Schlüssel in dem Drehkreuz. Alle vier Madenschrauben bitte gleichmäßig anziehen, nicht zu fest und bitte nicht schief. Auch die Montage haben wir jetzt abgeschlossen und können uns auf die Installation konzentrieren. Installieren Sie die kostenlose App. Für die Einrichtung müssen Sie in Ihren Handy-Einstellungen den Standort freigeben und Bluetooth aktivieren. Die Sprache auswählen und auf die Startseite gehen. Halten Sie beide Tasten am Smart Lock gedrückt, bis Sie den langen Signalton hören. Dann die Tasten wieder loslassen. Dann entsteht ein zweiter, kürzerer Signalton. Ab jetzt befindet sich der Utopic im Suchmodus. In der App gehen Sie oben links auf das Plus. Sobald der Utopic angezeigt wird, antippen und Name vergeben. Dann verbindet sich die App mit dem Motor. Es kann einen kurzen Moment dauern. Jetzt erscheint Ihre Türe mit dem Namen. Diese können Sie jetzt auswählen. Achtung! Erst wenn das Batteriesymbol oben rechts erscheint, ist die App komplett mit dem Utopic verbunden und lässt Änderungen und Einstellungen zu. Gehen Sie jetzt oben rechts ins Menü, das sind diese drei Striche. Dann unten auf das Symbol Knauf-Einstellungen. In den Setup Wizard. Die App führt Sie nun durch die Konfiguration, also einfach den Anweisungen folgen. Wir haben ja den Motor bereits montiert, deshalb gehen Sie gleich auf Weiter. Jetzt wieder Achtung, hier wird nicht nach der DIN-Richtung der Türe gefragt, sondern wenn Sie die Tür betrachten, während Sie sich im Inneren befinden, auf welcher Seite befindet sich der Türgriff, rechts oder links? Das Gerät wird zum Einstellen verriegelt und entriegelt. Öffnen Sie die Tür und drücken Sie auf Weiter. Der Motor lernt gerade, wie oft sich der Riegel ausfahren lässt. Bitte einfach machen lassen und den Anweisungen weiter folgen. Sie werden aufgefordert, den Schlüssel einzustecken und den Knauf leicht nach links und rechts zu drehen. Falls Sie einen Zylinder mit doppelseitiger Sperrung verwenden, entfällt dieser Punkt. Mit Weiter überspringen Sie dann auch die nächste Aufforderung. Die Einrichtung ist abgeschlossen und Sie können Ihr Smart Lock jetzt verwenden. Sie sind jetzt der alleinige Administrator und haben als einziger die Rechte, weitere Einstellungen vorzunehmen. Andere Benutzer, die ebenfalls die App verwenden und von Ihnen eingeladen werden, können lediglich die Türe öffnen oder schließen. Viel Spaß wünscht die Abteilung Schließsysteme.